Es gibt noch mehr zu lesen. Ihr werdet mich lieben. Garantiert. Oder? Was ist das hier? Was ist das hier? Ich bin der heilige Messias. Keine Ahnung, was das für ein komischer Raum ist. Wie ist dieser? Kathedralenlobby. Okay, los geht's. Bla bla bla. Erstmal nebenbei was trinken. Ich wollte das nur jetzt lesen, weil ich Angst hatte, dass das dann später nicht mehr geht. Judo, wir werden in die Bibliothek warten. Ja, ich sehe euch beide dann später. Gottesdienst noch im Gange. Seid still und wartet hier. Bring to this world light, peace, and harmony. Your Holiness Zera, please calm our anxious hearts. What can we do to rid the world of the terrifying darkness? You must bolster your soul. If you leave no chink in the armor of your soul, then the darkness will be forced to leave. Please save us from Valmar. You must not falter. We must all not give in to darkness. I cannot save you. You must save yourselves. Your Holiness Zera, please lend me your ear. Yes, what should we do? What will happen to the world? Quiet. We are here to bring peace to the world. How can one do so in a panic? Everyone, please calm down. Yet, Your Highness Zera, the recent rumors of the revival of Valmar are not going away. I have even heard reports that the rumors might be true. Right, High Priestess Selene? At this rate, the Day of Darkness seems unavoidable. But we must not strike fear in the hearts of the people we are trying to save. Doing so would surely go against the will of Lord Granus. What do you say, Cardinal Oro? Oh, when the Day of Darkness comes, the world will most definitely be destroyed. I don't know what we can do. Selene, do not misunderstand me. I'm not saying that the action the Cathedral Knights took was wrong. But you went too far. You must not frighten the people away from Lord Granus. Yes, Your Holiness. You must all remain on guard, so that darkness cannot take advantage of you. Please, everyone, back to your rooms. Ah, Ryudo, komm. Der hat so einen finsteren Ausdruck. Nette Rede. Bitte akzeptiere meine Entschuldigung. Ich wollte dich nicht warten lassen.
Es tut mir leid, dich so kurzfristig hergerufen zu haben, aber meine Bitte ist keine gewöhnliche. Folg mir ins nächste Zimmer. Elena? Ja, ich sollte jetzt bestimmt beschützen auf dem Weg. Ah, kann man nicht durch. Boah, das ist ja richtig cool. Das spiegelt sich ja alles. Sagt das möglich? Ich verstehe, was Kardinal Euro sagen will, aber gehen wir erstmal Papstias Idee an, okay? Tut mir leid, wir sprechen gerade über etwas sehr Wichtiges. Können wir später reden? Prüfen wir erst mal Papstias Idee, okay? Lehren von Lord Kranas werden den Menschen Frieden und Glück bringen. Ach, ist das so? Ja, wenn man an Lord Kranas glaubt, öffnen sich alle Pfade. Bitte betet mit uns, alle Gläubigen. Als gläubige Anhänger von Lord Kranas. Oh, klingt verlockend, aber ich werde wohl diesmal passen müssen. Hoppel, ich sag das nicht, mach ruhig mit. Das lasse ich lieber. Danke für das, was du für Ella getan hast. Aber jetzt habe ich eine spezielle Bitte. Bevor du dazu kommst, sag mir bitte, was ist mit Ella? Wird sie es schaffen? Du möchtest wissen, ob Valmas Präsenz aus ihr entfernt werden kann. Leider muss ich sagen, dass dies außerhalb meiner Fähigkeiten liegt. Kann allerdings das Kranerschwert gefunden werden, könnte es Hoffnung geben. Darum habe ich dich hierher gebeten. Rede weiter. Ich möchte, dass du das heilige Schwert, das Kranerschwert findest. Das Schwert, das er den Finsterling erschlug, muss wieder zu uns gelangen, damit das Licht die Welt wiederherstellen kann. Du hast noch keine wirkliche Bitte gestellt, aber ich verstehe schon. Ja, Elena hat mir viel erzählt. Genug, dass ich weiß, dass nur du mit der Finsternis fertig werden kannst. Diese Bitte muss dir natürlich absurd vorkommen, aber zur Belohnung werden wir dir geben, was auch immer du verlangst. Plötzlich ist diese Unterhaltung viel interessanter geworden. Aber wenn du losziehst, soll Elena dich begleiten. Warum soll ich sie mitnehmen? Willst du nicht ein paar Schutzzauber gegen Valmar wirken? Leider können wir nichts mehr für Elena tun. Auch wenn sie hier bliebe, können wir sie nicht vor Valmar schützen. Sie ist bei dir sicher, Horiudo. Hast recht, deine Bitte ist absurd. Die Stücke von Valmar ringen um Dominanz. Jedes will die anderen verschlingen, damit die Finsternis wiederhergestellt wird. Laut der Prophezeiung wird, sobald die Stücke sich verbinden, der Tag der Finsternis kommen und die gesamte Menschheit ausgelöscht. Was sollen wir also tun? Einen Stab anspitzen? Lord Kranas hat sich noch nicht erholt. Daher stürzt unsere Welt ins Finsternis. In Finsternis. Ohne die führende Hand des Lichts. Besäßen wir das Kranerschwert, könnten wir wenigstens etwas Licht von Lord Krana wieder zurückbringen. Dann kann Elena gerettet und unsere Welt von Anbruch des Tages der Finsternis geschützt werden. Eine Ahnung, wo dieses Schwert sein könnte? Leider erwähnt unser heiliges Buch nur das, es bei der Legion der Finsternis ruht. Tut mir leid, das finde ich ein wenig vage. Könnte es etwas weniger genau sein, Mann? Darüber muss ich erstmal nachdenken. Ich werde bis morgen auf deine Antwort warten. Ich habe Zimmer für euch vorbereiten lassen. Bleibt also heute Abend erstmal hier. Doch ich sehe, ich habe dich ermüdet. Raste und komm morgen wieder. Aber denke über ein Angebot nach. Ich hoffe, du nimmst an. Elena, was ist mit dir los? Judo, bitte tu, was er sagt. Nicht für mich, sondern für alle. Für die Welt. Okay. Was hat seine Heiligkeit nur vor, wenn es so weitergeht? Kardinal Oro. Judo war der Name, nicht wahr? Was hat seine Heiligkeit Sera zu dir gesagt? Er bat mich, ein heiliges Schwert zu finden. Ich verstehe. Ich finde die Wahl der Boten seiner Heiligkeit fragwürdig. Als solche Aufgabe verlangt jemand mit mehr Erfahrung. Bist ja sehr vorsichtig mit deinen Worten, alter Mann.
Sei ebenso vorsichtig bei deinen Urteilen. Ich bin erfahren, aber ungeduldig. Unverschämtheit. Hör zu, Bischen. Du solltest deine Suche abbrechen. Denn ein unreifer Velvedo wird das Kranerschwert niemals finden. Ich sag dir, was ich tun werde. Ich werde dich ignorieren. Und dann gehe ich einfach. Bleib du ruhig hier. Bleib. Bleib. Guter Junge. Mann. Was denkt sich seine Heiligkeit Sera denn nur? Die Sorglosigkeit des Jungen wird unser Ruin, wenn der Tag der Finsternis kommt. Jetzt habe ich ihn falsch gesprochen. Oh, was sollen wir da tun? Ja, irgendwie habe ich für dich keine richtige passende Stimme. Weiß auch nicht. Er hat einen Hals. Er hat Halsschmerzen, deshalb klingt er immer wieder anders. So, jetzt müssen wir pennen gehen. Ich habe eigentlich keinen Bock, mit den Leuten hier zu reden, tatsächlich. Verpiss du dich mal? Es wäre viel sinnvoller, wenn der irgendwo an der Seite warten würde. Ich dachte, das ist mein Gästezimmer. Ach, die sind bestimmt in der Bibliothek. Ich find's komisch, dass hier wirklich überall Bedienstete und Co. rumstehen. Dieses Manuskript ist mir unbekannt. Wow, das ist wirklich interessant. Oh, Yudo. Was wollte er? Du willst wissen, was tatsächlich aus seinem Mund gekommen ist? Nichts, was nicht völlig absurd gewesen wäre. Ich will also, dass du das heilige Schwert findest, um den Tag der Finsternis zu verhindern? Ein Zweifel hast du unterfangen. Wir waren ein führerloser Schatten. Das ist der einzige Hinweis. Das heilige Schwert ruht bei der Legion der Finsternis. Hast du noch etwas darüber herausgefunden? Nein, nicht an diesem Ort. Wie auch immer, Ryudo, du sollst auch einige dieser Bücher lesen. Darin stehen viele Details über Valmar und Kranas, den Kampf zwischen Gut und Böse, den Tag der Finsternis und sogar das heilige Schwert. Das Abendessen wartet nebenan. Bücher verderben. Nicht und werden auch nicht kalt, wenn man sie nicht liest. Das Essen steht also auf dem Tisch. Es ist gleich fertig. Bitte wartet noch ein wenig. Welchen Sinn hat das Ding nachzujagen? Jetzt soll uns die Finsternis bevorsteht. Niemand hat dieses heilige Schwert gefunden. Wie kann er so nonchalant über solch wichtige Dinge sprechen? Ich muss die Prophezeiung befragen, ob sich die Finsternis aufhalten lässt. Ja, und wenn die jetzt sagt nein, was ändert sich dann? Dann tut man am besten gar nichts. Dann ist es immer, wenn man keine Chance hat, dann einfach gar nichts tun. Dies ist ein böses Omen, der Tag der Finsternis naht. Das Licht? Die Flügel Valmars. Valmar hinter der Kathedrale. Ich muss kommen, schnell. Rotes Leben für den Körper, sowie die Erde. Allem, was in ihr, ob ihr sprießt, Lebenskraft spendet, gutes Brot ist. Also Leben für die Seele. Also, dieses Brot ist köstlich. Ryudo, isst er auch etwas? Und Marek, wer nach diesem verdammten Schwert suchen. Das dachte ich mir schon. Dieses Schwert interessiert mich. Ich habe noch nie von so etwas Ähnlichem gehört. Kommt ihr beide mit? Es lag in meiner Absicht. Ich will auch mitkommen. Ich könnte eure Hilfe brauchen. Danke. Wenn es stimmt, was seine Heiligkeit Sera sagt, hat es auch für mich Bedeutung. Was meinst du? Nun ja. Nicht schon wieder. Wir sind beim Essen. Verzeihung, wurde gesagt, dass Valmar eine menschliche Form angenommen hat und die Kathedrale betreten hat. Habt ihr verdächtige Personen gesehen? Was? Nein, nein, hier war niemand. Entschuldigt die Störung, ich muss gehen. Es muss Millennia sein. Was denkt sie sich nur?
Okay, jetzt sollte ich vielleicht auf jeden Fall nochmal speichern. Ich werde wahrscheinlich einen Kranasritter töten müssen. Ziemlich sicher sogar. Oh, also ich schätze mal, die ist hier. Bin gut. Ah, Millennia. Also, wirst du nach dem Kranerschwert suchen? Stimmt's, Ryodo? Du, was zum Teufel machst du hier? Du stehst praktisch auf Kranas Teller. Es ist mir egal. Wenn Kranas jemals aufwacht, kann der große Gott mich grün und blau schlagen. Hauptsache, ich kann dir folgen, Ryodo. Ich glaube nicht, dass du das durchdacht hast. Wenn wir das Schwert finden, werden wir damit böse Menschen erledigen. Ach du, machst du dir Sorgen um mich? Noch nie hat jemand sich mir gegenüber so galant verhalten. Tu einfach, was du für richtig hältst. Ich glaube, du verstehst das falsch, Millennia. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich weiß, was ich will, und es läuft die Zeit davon. Jetzt? Bin ein bisschen verwirrt. Wieso war ich jetzt wieder da? Kann ich jetzt mit dem Papst reden? Oh ja, okay. Nun, Ryodo, hast du dich entschieden? Eine Frage. Wenn wir das Kranerschwert haben, gehört es dann dir, der Kirche? Wie wird es verwendet werden? Die einzige Zweck des Schwertes ist es, Valmar niederzustrecken. Es gehört keiner Seele. Denn Kranes gab uns allen diese große Hoffnung. Ich werde es mal glauben. Zeit loszulegen. Wir finden das Kranerschwert. Aber nicht etwa für Kranes und auch nicht für die Kirche. Ryodo. Ich habe von dem vielen Leid auf der Welt die Schnauze voll. Wenn Kranas nichts unternimmt, dann muss es jemand anders tun. Nun denn, Ryodo. Elena, du sollst nun ebenfalls gehen. Deine Seele ist mit Licht gefüllt. Sei stark auf deiner Mission und stärke dein Herz. Ja, erhabener Zera, auf Wiedersehen. Lord Kranas sprach gestern Abend zu mir. Ich darf dies weitergeben. Ryodo muss sich für das heilige Schwert seine Vergangenheit stellen. Denk daran. Oh, nehmt dies ebenfalls mit. Es wird sicher nützlich sein. Buch der Priester. Ja, die Bücher wollte ich mir noch anschauen. Elna, pass auf dich auf und erinnere dich an unsere Worte. Haben das Ehre. Judo, vielen Dank, dass du den Auftrag angenommen hast. Ich wollte nicht, dass ein niedliches kleines Prinzesschen ohne ihren getreuen und ergebenen Leib nicht herumstolziert. Oh, Ryodo, du. Elena, so sehen wir uns wieder. Unsere Pfade kreuzen sich erneut, das ist schön. Vielen Dank an alle. Dann los, beeilen wir uns. Hätte nie gedacht, wieder zusammenzureißen. Ich zähle auf dich, Elena, okay? Das geht mir auch so, Ryodo. Rowan, Marek und Sky auch. Ich zähle auf euch alle. Diesmal wird es vielleicht schwierig für uns. Ja, uns stehen schwierige Zeiten bevor. Der Trost durch Freunde ist in diesen Zeiten sehr willkommen. Genau, die Reisenden würden ohne dich keinen Spaß machen, Elena. Aber wo sollen wir hin? Das heilige Schwert ist im Besitz der Legion der Finsternis. Wir können nicht da anklopfen, es schnappen und wegrennen. Wir kennen dieses heilige Schwert nicht. Ich erinnere mich an eine Stelle im Heiligen Buch.
Die Menschen der Finsternis verstecken sich tief in den Gedärmen der Erde. Ist das nicht eine Metapher oder steckt da mehr dahinter? Vielleicht finden wir bei diesen Leuten etwas über die Legion der Finsternis heraus. Vielleicht erfahren wir im Königreich von Cyrum, in dem ich gelebt habe, mehr von der Bedeutung dieser Worte. Hast du einen Anhaltspunkt? Nein, ich dachte nur, dass wir etwas nützlich erfahren könnten. Was wissen wir denn sonst noch, das uns einen Hinweis zur Vorgehensweise geben würde? Etwas aus meiner Vergangenheit, dem ich mich stellen muss, das bedeutet wohl... Melfis, es kann niemand anderes sein. Melfis, ist lange her, mein Bruder. Immer wieder Ruhe, ihr beiden. Also, das Königreich Cyrum. Wie ist es da so? Nun, es hat ein warmes Klima und es gibt dort viel Wasser. Ein tolles Land. Wir brauchen keinen Wetterbericht, Kleiner. Wir brauchen Anhaltspunkte. Das können wir ruhig im Königreich von Cyrum anfangen. Das Königreich Cyrum liegt im Osten des Sandheimgebirges. Na los, gehen wir. Das ist wahrscheinlich der Weg, den ich vorher nicht nehmen konnte. Wette, ich kann jetzt diesen Weg einfach nehmen, da unten. Was zur... Moment mal. Pilgerstraße? Den Weg kennen wir aber jetzt auch noch nicht, oder? Tensei can slash! Hat er eine Schildkröte darin? Go! Dragon Rise! Das ist schon echt fies, wenn er sich so hinteleportiert. Er hat mich beinahe von hinten erwischt. Jetzt verstehe ich das auch mit dem Werfkumpel, weil der halt einfach eine scheiß Schildkröte wirft im Dauernd. Ah, Mist, ich dachte, da kannst du ausweichen. Ich sehe gerade, wir haben schon sehr, sehr viele Lebenspunkte mittlerweile. Ein Giftmesser. Magischer Segen.
Beast King! Blast! Ich könnte auch mal mit Zaubern arbeiten, aber irgendwie habe ich nicht das Bedürfnis dazu. Da kann man wieder hoch. Bringt das überhaupt irgendwas, was ich hier mache? Außer dass ich Sachen sammle. Ich meine, durch die kriege ich natürlich noch mehr Geld. Oh, eine Nuss. Gotta work even harder. Die Nüsse nutze ich eh nicht, aber es ist trotzdem schön, wenn sie zu kriegen. Okay, hier wird es rein theoretisch weitergehen. Also man kann entweder den gefährlichen Weg nehmen. Oder man nimmt den sicheren Weg. Das Problem ist halt, wenn du den sicheren Weg nimmst, levelst du nicht. Aber es ist schön, dass man die Möglichkeit hat. Du levelst nicht und kriegst auch kein Geld. Here goes my impact bomb. Tensei can slash. Oh, gut. Ah, wenn sie jetzt ausgewichen wäre, hätten wir ein perfektes Spiel gehabt. Da wir auf einer hohen Schwierigkeit spielen, brauche ich wirklich die Level auch. Bin ich mir ziemlich sicher. Die Pilger müssen echt dämlich sein, wenn sie den schnellen Weg nehmen. Klar, es ist sicherer, aber... Challenge.